Erleuchten. Erleuchten heißt zunächst mal etwas durch mit Licht erfüllen. Man kann ein Gebäude erleuchten, man kann einen Raum erleuchten und so weiter. Hier in diesem Bewusst-Leben-Lexikon geht es natürlich darüber, dass man etwas spirituell durchdringen will, dass man etwas tun will, was einen zu höherem Bewusstsein führt. Zum Beispiel kann man einen anderen Mensch erleuchten über etwas oder auch etwas kann einen erleuchten. Nicht immer ist natürlich diese Erleuchtung im Sinne von höherer Erkenntnis und Klarheit über das Leben zu gewinnen plötzlich machbar. Im Erleuchten ist immer auch ein Aspekt der Gnade. Man kann zwar auch sagen, man erleuchtet den anderen über die spirituellen Praktiken, mit einem Vortrag erleuchtet man den anderen über den spirituellen Weg, aber das eigentliche Erleuchtungserleben, was wirklich verbunden ist mit Herzberührung, mit Lichterfahrung, mit einem höheren Bewusstsein, das ist nicht willkürlich herstellbar. Ein plötzlicher Einfall, eine spirituelle Erfahrung, eine tiefe Meditation, ein Naturerlebnis, eine Begegnung, all das kann einen erleuchten. Wir können einiges tun, um diese kleinen Erleuchtungserlebnisse häufiger zu erleben. Eben, wir können ein spirituelles Leben führen, wir können Yoga üben, Meditation üben, wir können vegetarisch leben, wir können gesund uns ernähren, wir können immer wieder meditative Momente einbauen, wir können im Hier und Jetzt sein, wir können die tiefe Sehnsucht haben, Gottes Wahrheit zu erfahren, wir können das Gebet sprechen, O Gott, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Wir können immer wieder einen Moment in die Stille gehen. Wir können immer wieder vom Herzen unsere Sehnsucht nach Erleuchtung ausdrücken und dann uns einen Moment öffnen, um zu spüren, ist diese Erleuchtung jetzt möglich. Aber ob diese Erleuchtungserlebnisse dann tatsächlich kommen oder nicht, das ist dann nicht von uns allein abhängig. Es ist immer ein Moment der Gnade dabei.